Dann erteile ich das Wort dem Abgeordneten Peter Weiß, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Jeder deutsche Erstklässler weiß, wenn er sich spätestens zum Beginn der Europameisterschaften im Fußball ein neues Trikot von seinem Taschengeld kaufen will, dann kann er das jetzt am Monatsanfang ihm von seinen Eltern ausgezahlte Taschengeld nicht gleich für mehrere große Ausweicher zu 100% verausgaben, sondern er muss etwas davon zurücklegen. Und das, was jeder deutsche Erstklässler weiß, wissen eigentlich, glaube ich, die meisten Menschen in Deutschland, aber ich muss feststellen nach dieser Rede, die Linke weiß das nicht. Aber die Österreicher wissen es, und da funktioniert es, Herr Kollege. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus dem Bundeshaushalt fließen über 80 Milliarden Euro jährlich in die gesetzliche Rentenversicherung, die umlagefinanziert ist. Das ist eine großartige Leistung, mit der wir aus Steuermitteln die Rente mit unterstützen. Herr Birkwald hat von 3 Milliarden gesprochen, und es ist sicherlich noch mehr, wenn man sich anschaut, was gibt der Staat denjenigen, die für die Zukunft noch was Zusätzliches ansparen wollen, an Unterstützung, einmal über die Zulage zur kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge, sprich Riester-Sparen, und durch den Verzicht auf Steuern, auf die sogenannte Entgeltumwandlung zur Finanzierung einer betrieblichen Altersvorsorge. Nur wenn man auch dieses Geld, was für das Ansparen für die Zukunft vorgesehen ist, jetzt einfach eins zu eins nimmt und als zusätzlichen Bundeszuschuss in die Rentenkasse einbezahlt, passiert nur Folgendes. Der Rentenversicherungsbeitrag sinkt, übrigens auch für den Arbeitgeber. Also der spart was, im Gegensatz zu dem, was die Linken wollen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Zukunft fehlt das Geld aus der zusätzlichen Altersvorsorge. Das ist das Effekt von dem, was die Linke hier vorschlagen. Und nun hat ja die Linke gehofft, dass mit dem Auftrag eines Gutachtens an den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages sie ihre Position untermauert bekommt. Leider hat der Kollege Birkwald uns die letzten Sätze dieses Gutachtens vorenthalten. Und deswegen lese ich sie Ihnen wortwörtlich vor. Würden nun in größerem Ausmaß aufgrund der Übertragung von Altersvorsorgevermögen in die gesetzliche Rentenversicherung höhere Beitragseinnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung zu verzeichnen sein, würden die heutigen Beitragszahler und Rentenberechtigten von einem niedrigeren Beitragssatz und höheren Renten profitieren. Wenn dann später aus der Übertragung Rentenleistungen zu gewähren sind, hat dies wiederum Auswirkungen auf den Beitragssatz und die Rentenhöhe. Durch die höheren Ausgaben ergeben sich dann ein höherer Beitragssatz und niedrigere Renten. Benachteiligt wäre insbesondere die spätere Generation der Beitragszahler. Herr Kollege, das ist das Resümee der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes. Herr Kollege, und genauso ist es auch. Der Kollege Matthias W. Birkwald würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Wollen Sie es zulassen? Bitte schön. Vielen Dank, Herr Weiß. Herr Weiß, unser Ziel war, mit erstmal herauszukriegen, ob es verfassungsgemäß wäre, die Riester-Guthaben in die gesetzliche Rentenversicherung zu übertragen. Und da hat das Gutachten gesagt, ja, wenn das freiwillig erfolgt, ist das so. Das halte ich noch mal fest. Zweitens, hat das Gutachten Ceteris Paribus-Bedingungen genannt? Das bedeutet, wir sind hier der Gesetzgeber. Uns obliegt es, die Rentenanpassungsformel und auch die Rentenformel zu ändern, wenn wir hier die entsprechende Mehrheit und die politische Einsicht dafür hätten. Und uns obliegt es, beispielsweise dafür zu sorgen, dass die Nachhaltigkeitsrücklage mehr wachsen kann und der Deckel, den sie heute hat,
wegkommt. Das heißt, es gibt zahlreiche Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass das, was im Gutachten drinsteht, nicht passiert. Und ich will Ihnen noch einmal sagen, in Österreich wird das genau so gemacht. Dort gibt es eine deutlich höhere Rente. Ich habe Ihnen die Zahlen vorgetragen. Und das alles ist stabil. Deswegen frage ich Sie, sagen Sie doch mal was zu meinem Argument, dass heute jemand nach Ihren Regelungen 108 Euro in Riester stecken muss, wenn er oder sie durchschnittlich verdient, und dass das mit einer Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung mit 35 Euro für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin und 35 Euro für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zu erledigen wäre. Also insgesamt um 38 Euro weniger, wenn man die Zulagen nicht mitrechnet. Und das ist nämlich der Punkt, dass wir das den Versicherungsunternehmen wegnehmen wollen. Für die Beschäftigten ist es deutlich besser. Was sagen Sie denn dazu? Herr Kollege Birkwald, Sie machen es nicht besser. Natürlich, da haben die Gutachter recht, wir als Deutscher Bundestag können die Rentengesetzgebung verändern. Gar keine Frage. Machen wir auch ein paar Mal. Zweitens, Sie haben behauptet, Ihre schlichte Behauptung ist, wenn ich das, was der Staat zurzeit denjenigen, die sparen wollen für die Zukunft, wegnimmt und in die Rentenkasse einzahlt, würde eine bessere Rente rauskommen. Genau das ist falsch. Es wäre ein Vorteil für die heutigen Beitragszahler, weil der Beitrag sinkt, aber es wäre eine Belastung für die künftigen Generationen, die auch noch eine Rente bekommen wollen. Das ist das Ergebnis der Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes. Und genau das habe ich Ihnen vorgehalten. Dem haben Sie auch nicht widersprochen. Und übrigens, wenn Sie auf Österreich und die Schweiz verweisen, die deutsche Rentenversicherung, die gesetzliche Rente, steht hervorragend da mit einer hervorragenden Rücklage. Die Österreicher und Schweizer haben schwer mit ihrem Rentensystem zu kämpfen, dessen Finanzierung. Das ist leider die Wahrheit. Nun will ich ja nicht bestreiten, dass es Reformbedarf gibt. Aber nicht so, wie Sie es machen. Es gibt Reformbedarf bei der gesetzlichen Rente, die stark dasteht, Gott sei Dank. Aber die Gesetzgebung von 2001 sieht zum Beispiel vor, dass es kein Mindestsicherungsniveau nach dem Jahr 2030 mehr gibt. Und ich glaube, gerade für die junge Generation muss es eine klare Ansage geben, auch in Zukunft wollen wir, dass die starke erste Säule der Altersversorgung in Deutschland, nämlich die gesetzliche Rentenversicherung, stabil bleibt und zumindest eine Mindestsicherungszusage für die junge Generation mit beinhaltet. Das ist, glaube ich, eine Reformaufgabe, die vor uns steht, eine Aufgabe, die übrigens die Bundesregierung im Rentendialog jetzt auch anpacken will. Aber dann gibt es etwas Zweites. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland haben übrigens auch schon vor der Rentenreform 2001 gewusst, dass es sinnvoll ist, seine Altersvorsorge nicht nur auf ein Bein zu stellen, sondern zumindest auf zwei Beine. Denn die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben zum Beispiel die vermögenswirksame Leistung, von der heute kaum noch jemand spricht, dazu genutzt, einen Bausparvertrag abzuschließen, eine Lebensversicherung oder haben sich angestrengt, ein eigenes Häuschen zu erwerben, auch als Rücklage für die eigene Altersversorgung. Und was 2001 gemacht worden ist, ist doch nur das, dafür, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohnehin wissen in Deutschland, einen zusätzlichen Anreiz und eine zusätzliche finanzielle Unterstützung durch den Staat zu schaffen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist einfach eine Lebensweisheit, die jeder weiß. Wenn ich meine Altersversorgung nicht nur auf ein Bein stelle, sondern wenigstens auf zwei Beine stelle, ist sie mit Sicherheit besser als andersherum. Und darum geht es. Sie machen eine Politik, mit der Sie die Bereitschaft der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Altersversorgung nicht nur auf die umlagefinanzierte Rente zu stellen, sondern für sich selber auch noch was Zusätzliches anzusparen, das wollen Sie kaputt machen. Wir wollen das Gegenteil, wir wollen das stärken. Wir wollen die gesetzliche Rente stärken, das wird besser. Viel Kritik an Riester ist berechtigt, deswegen ist Riester reformbedürftig. Aber ich würde niemals die öffentliche Förderung abschaffen. Übrigens, was hinzukommt, die öffentliche Förderung der privaten Altersvorsorge ist die einzige, wo auch quasi konkret für Familien mit Kindern geleistet werden. Für jedes Kind 300 Euro jährlich.
Diese 300 Euro will Herr Bjerkwald ebenfalls in den großen Topf schmeißen mit dem Ergebnis, die Familien sehen von dem Geld, was man ihnen geben wollte, damit sie diese hohe Aufwendung für die Familie haben, ein bisschen finanziellen Spielraum haben, um zusätzlich Altersversorgung zu betreiben. Das will Herr Bjerkwald ihnen wegnehmen und in den großen allgemeinen Kententopf schmeißen. Es ist ein Verbrechen, was sie machen an den Familien in unserem Land, deren Leistung schlichtweg nicht mehr anerkannt wird. Die Linken wollen die Familien enteignen, um es in den allgemeinen großen Rententopf zu schmeißen. Das ist die Wahrheit. Merken Sie, dass Sie sich damit lächerlich machen, Herr Ja, es ist so. Es ist so. Das Zweite ist, wir wissen, dass wir für die zusätzliche Altersvorsorge etwas tun müssen. Deswegen sind wir zurzeit in sehr engen Gesprächen und Verhandlungen um die betriebliche Altersvorsorge als eine Möglichkeit einer kapitalgedeckten Altersvorsorge zu stärken. Und es liegen ja nun die Gutachten, die vom Arbeitsministerium und Finanzministerium in Auftrag gegeben worden sind, vor. Und sie empfehlen uns ja zum Beispiel, dass wir für Geringverdiener ein eigenes zusätzliches Förderinstrumentarium schaffen. Ja, das ist richtig. Geringverdiener hat die größten Schwierigkeiten, was zusätzlich zu machen. Deswegen braucht er auch zusätzliche Unterstützung. Das wollen wir umsetzen. Kurzum zu dieser Rentendebatte, die die Grünen wieder mal angesetzt haben. Ich komme zurück auf die Erstklässler. Wenn das, was da vorgeschlagen worden ist, das Resultat eines Erstklässlers wäre, was im Zeugnis benotet werden müsste, stünde bei Lesen 5, bei Rechnen 6, bei Märchenerzählen 1. Vielen Dank. Zum nächsten Redner teilt das Wort dem Abgeordneten Markus Kurt, Bündnis 90 Die Grünen.